Ich wollte gerade schreiben, willkommen oder sagen, willkommen zu einer weiteren Folge Juwelenraub. Nein, es ist natürlich Brawlstars. Und ihr seht das hier kurz und knapp. Ich habe die Tage ganz hart durchgesuchtet und bin weit über die 800 Pokale gekommen. Wir sind jetzt auch schon auf dem Weg zu den 1000 Pokalen. Und das lag einfach daran, ich hatte einfach ein paar Runden, die waren wirklich gut. Und dann gehst du da nicht raus und die Leute sind da auch nicht aus der Party rausgegangen. Und das ist natürlich ganz krass. Und wenn du dann so 10, 15 Siege machst und das zweimal an einem Abend machst, das da hast du natürlich richtig Pokale. Aber was, glaube ich, neu ist, das sieht er jetzt gerade, dass man jetzt die Chats einmal kurz eingeblendet bekommt. Das finde ich sehr, sehr gut. Sonst musstest du immer hier oben draufklicken, gucken, was hat denn da einer geschrieben. Und finde ich sehr, sehr gut. Die beiden Kollegen hier wollen auch gleich das machen, wo ich die Marken nämlich offen habe. Terrorraub. Terrorraub habe ich auch die Marken nicht offen. Aber ich will mal mitspielen. Mal sehen. Ja, machen wir. Ja, ist ja gut. Mann, kaum mit. Also ich weiß auch nicht. Ich komme oftmals hier rein und habe sofort immer eine Einladung an der Hacken. Ich würde auch immer gerne mit euch spielen, aber ab und zu gucke ich auch nur, was ist Taco, gibt es ein neues Event, muss ich was machen? Und mehr eigentlich nicht. Und deswegen bleibt mir nicht sauer, wenn ich dann ganz, ganz schnell auf Ablegen klicke. Ich bin dann in der Regel ja auch relativ schnell dann immer wieder draußen. Ah, wir müssen der Jessie auf jeden Fall mal an den Kragen gehen. Jo, alles klar. Diese Terrorgeschichte, die habe ich heute schon einmal gespielt, auch mit dem El Primo. Also so ein bisschen kristallisieren sich auch so ein paar Charaktere, muss ich sagen, raus, die sicherlich in dem einen oder anderen Spielmodus, so wie der El Primo das jetzt gerade macht, ganz sinnvoll sind. Und den müssen wir nur gerade schaffen. So, da ist der El Primo schon mal Geschichte. Der spawnt jetzt natürlich da oben. Und mal sehen, ob ich mit dem Bull hier mal außen rum gehen kann, dass wir auch mal in die Nähe von dem Tresor kommen. Ich gehe jetzt mal nach hier hin rum. Mal sehen. Was ist das denn da für ein Ball hier? Okay, dann haben wir jetzt aber auch schon mal so ein bisschen was an deren Tresor gemacht. Das ist schon mal nicht schlecht. 46%, der ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen stärker runter. Ich nehme jetzt wieder die Außenbahn, denn der Gegner kommt, glaube ich, im Moment nicht wirklich voran. Wir gucken mal, es wäre natürlich super, wenn ich meine Fähigkeit kriege, aber wenn ich die hier aufhalte, dann kommt unter Umständen mein Bull da hinten durch. Und denn mit Bull und El Primo schafft man vor allen Dingen dieses Event hier richtig, richtig gut. So, wir müssen nur zusehen, dass der gegnerische El Primo hier nicht durchkommt. Und ich da vielleicht die Jessie aufhalte. Nein, ich halte die Jessie gar nicht auf. Aber wir machen schon wieder Rabatz hier am gegnerischen Tresor. 20% noch, komm. Das ist einmal draufspringen oder einmal mit dem Bull durchlaufen. Aber man muss natürlich auch durchkommen. 0%, okay, wir haben es gepackt. Alles klar. Das ist nicht schlecht, also den haben wir schon mal gewonnen. Und jetzt, ich muss natürlich jetzt die anderen beiden Modis auch noch spielen, denn hier habe ich mir heute die Trophy schon abgeholt. Also ich muss mal eben einen kleinen Cut machen und die beiden dazu animieren, dass wir hier auch noch die anderen Events spielen. So, ich habe jetzt mal gerade geschrieben, dass ich Kopf noch machen muss. Mal sehen, ob die beiden drauf eingehen. Wobei Terror natürlich auch nicht schlecht, aber die beiden gehen drauf ein. Ich muss danach noch dann das Duo machen vor allen Dingen. Und wie sah das denn gerade aus? War das der Spike da in so einem rosa Skin? Auch nicht schlecht. Okay, dann schauen wir mal. Kopfgeldjagd ist natürlich ist immer schwierig, muss man sagen. Und vor allen Dingen ist es schwierig, wenn du hier eine scheiß Leitung hast. Auch das versuche ich immer mal wieder so ein bisschen zu fixen. Oder der Gitarrenmann ist nicht schlecht. Den habe ich mittlerweile auch recht hoch. Oder ich spiele ihn auch sehr, sehr häufig. Also so ein paar Charaktere hier, die kann ich ganz, ganz gut spielen. Aber es gibt auch welche, die kann ich überhaupt nicht spielen. Und der El Primo ist hier so ein bisschen semi dabei. Also das ist dann eher so ein Charakter, wo ich sage, den kann ich mal, den kann ich aber nicht in jedem Modi. Und diesen Gitarrenmann, also Poco, den kann ich eigentlich kann ich den ganz, ganz gut, vor allen Dingen in so Sachen, wo man wirklich Multiplayer spielen muss. Gerade Juwelenraub ist, glaube ich, mit dem Poco sehr, 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 sehr nice. Und da unten, das ist aber unser. Wir müssen natürlich den erwischen,
der jetzt viele Sterne schon hat. Obwohl, wenn wir hier jetzt ein bisschen Trouble machen, ich habe ja, okay, 2 gewinnt man bei mir natürlich auch immer, glaube ich. Aber ich muss, es wäre schön, wenn ich jetzt mal meine Fähigkeit hätte, aber ich komme da irgendwie auch nicht ran. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Da ballert doch wieder, ach so, das ist der Raketenmann da. Okay, jetzt habe ich aber auch schon so ein bisschen was gemacht. Aber der Gegner hat mich jetzt natürlich wieder gekriegt. Ah, dieser Rocketman da. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das ist der, den man sich bei 1000, glaube ich, freispielt. Und komm rauf hier auf den... Der Guitar Hero, der muss in jedem Fall weg. So, und jetzt muss ich hier unten aber wegkommen. Oh, nein, 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 scheiße. Das war wieder ein bisschen heftig. Da war ich ein bisschen zu weit hinten, glaube ich. 29, 26. Ich weiß... Alter, was sind das immer für Einschläge? Ach nee, das kommt von der Map, ne? Ich glaube, das kommt jetzt gerade von der Map, dass die so ist, ne? Kann man das sehen, wo diese Einschläge eigentlich immer sind? Ich glaube, das kann man gar nicht sehen. Wir gehen hier außen nochmal lang. Mal sehen, ob wir da noch ein Sternchen bekommen. Aber ich glaube, wir kriegen die da hinten nicht mehr. 33, 32, 36. Okay, da sind meine Mates da hinten auch gerade beide verstorben und vorbei. Okay, aber ich glaube, das ist so von der Map so. Vielleicht sollte ich dann doch jetzt mal einen anderen spielen. Warte mal, ich wechsle mal auf den ich wechsle mal auf den Gitarrenhelden hier. Ich glaube, für die beiden ist das die bessere Wahl hier. Denke ich mal. Wenn wir auf den Gitarrenmenschen wechseln. Und dann gehe ich auf jeden Fall nochmal rein. Man sieht immer schön, was die anderen machen. Was ich ein bisschen doof finde, wenn man einmal auf Bereit geklickt hat, dann kann man nirgendwo anders mehr hinklicken. Selbst im Chat kannst du nicht mehr wechseln oder sowas. Was natürlich sehr schade ist. Aber ich muss mir mal die neuen Release Notes anschauen. Im Moment lese ich auch sehr, sehr wenig, was Brawl Stars angeht. Alter, diese Einschläge sind echt krass, ey. Und ich weiß vor allen Dingen nicht, woher die kommen. Und ob man die dann sieht. Oh, jetzt gehe ich natürlich drauf da, weil ich mich ein bisschen zu weit vorwage. Ich glaube, ich muss hinter den anderen beiden bleiben. Das ist, glaube ich, sicherer. Vor allen Dingen hinter Bull. Aber obwohl ich meine Fähigkeit gerade noch rechtzeitig gedrückt habe, ist sie nicht mehr durchgekommen. Ich glaube, wir verlieren jetzt wegen mir, weil ich halt immer so einfach so reinpresche hier. Einmal kurz durchgeheilt hier. Ah, das ist hier dieses doofe Bombenteil hier. Das muss da weg. So, das ist immer noch nicht weg. Aber ich habe da auch noch ein bisschen was anderes an der Hacken. Immer noch nicht weg. Ey, das nervt auch. Komm, Bull, du bist durchgeheilt. 8, 16, die machen uns ja fertig ohne Ende. 20, 8, oh. Ach ja, okay, ein paar Pokis verliert man natürlich auch immer so ein bisschen, aber in diesem besagten einen Abend, da haben wir echt gut gekämpft. Und wer hat denn jetzt eigentlich viel vom Gegner? Er hier hat doch viel vom Gegner. So, da haben wir jetzt auch ein bisschen was zurückgekriegt, aber es reicht immer noch nicht. Sondern wir müssen da hinten, glaube ich, die Dame da kriegen. Die hat, glaube ich, im Moment einfach die meisten Sterne. Ach, die schmeißt die da immer sowas rum? Ah, die hat da hinten, ich glaube, 7 Stück kann man maximal haben, 7 Sterne. Und wenn wir die jetzt natürlich kriegen, wäre das mal richtig nice. Aber es sieht im Moment noch gar nicht danach aus. 25, die machen uns eher weiter fertig hier. So, wir müssen mal gucken, wo die ist. Da haben wir schon mal 2 mehr, aber die respawnt da jetzt auch. Und mein Bull ist hier hinten, einmal durchheilen. Komm, haben wir die? Ja, die haben wir gekriegt da unten. Das ist nice. 13 Sekunden, komm, die müssen wir halten jetzt, die 13 Sekunden. Oh, diese Einschläge hier. Mann, ey. Die nerven mich so ein bisschen. Ich muss echt mal fragen, wo das herkommt. Ich muss echt fragen, wo das herkommt. So einmal noch durchgeheilt. 32, Bro, vorbei. Wir haben die Marke. Wir haben die Marke. Sauber. Das ist cool. Okay, dann können wir jetzt auch wieder zur Juwelenjagd, glaube ich, übergehen. Juve, danke. So, danke. Das machen wir mal so. Juve, danke. Jetzt können wir zur Juwelenjagd, glaube ich, wieder gehen. Kopfgeldjagd haben wir jetzt einmal hinter uns. Die Marke haben wir. Und wir haben 99 auf dem Poco. Also, Juwelen.
Juwe, danke. Also Juwelen. Juwelenraub. So. Ja, die beiden haben mir da kurz mal dazu, jawohl, das können wir machen, dazu verholfen, dass ich wenigstens die Marken kriege. 9,22, also wir sind auf einem ganz guten Weg. Die Tage habe ich ein bisschen übertrieben. Da hatte ich, glaube ich, 6,56 und habe gesagt, Road to 800. Da waren wir noch meilenweit von entfernt, aber tatsächlich hatte ich die abends. Das war der Hammer. Und ich habe dann aber jetzt so einen guten Tag Brawl Stars Pause gemacht. Also ich habe immer nur mal kurz reingeguckt, einmal das Event gespielt, wieder rausgegangen, weil die Zeit jetzt gerade vor den Feiertagen ist denn doch eher begrenzt. Ihr kennt das selber, also wir hatten auch selber noch ohne Ende zu tun, aber das, was wir jetzt hier auf jeden Fall haben müssen, wir brauchen die Mitte und eigentlich muss es jemand anders machen als ich. Weil, wenn jetzt mal so ein Sombul einmal seine Fähigkeit kriegt und nach vorne stürmt, ja komm, hol die. Dann haben wir schlechte Karten einmal so, einmal durchgeheilt. Dann haben wir nämlich schlechte Karten hier. Und jetzt haben sie mich da. Da haben sie mich. Komm, Green, hol dir das Ding da. Ja, hat er gemacht, super. Hat er gemacht, hat er mich gehört, glaube ich. Da hat er mich gehört. So, oh, kann ich auch. Ich konnte dem Bull gerade noch so entkommen. Hab jetzt auch wieder eine. 8-2, das sieht ganz gut aus. Ah, das passt. Passt ja so. Also, es sieht eigentlich ganz gebückt aus. Ich habe jetzt auch noch mal extra aufs Handy gewechselt. Das war mir einfach ein bisschen lieber. So, die muss ich einmal durchhalten da. Und, oh, da hier unten ist der Bull. Komm, den kriegen wir. Los, wir holen uns den Bull, jawohl. Ah, Mist, ich hab meine Fähigkeit, Leute, kommt. Ich habe die Fähigkeit sofort da. So, dann haben wir den nochmal geheilt. Und das war mir einfach lieber, dass ich hier nochmal aufs Handy wechsle und für euch heute auf jeden Fall eine Folge Brawl da reinkriege. Oh nein, ich kotze. Nein, die haben alle unsere Marken, wa? Alter, so schnell kann das gehen hier. 13 Marken. Einfach so mal weg. Da oben der Bull. Oh shit, wir haben den Bull nicht mehr gekriegt. Ja, ich meine, manchmal ist es auch sehr, sehr knapp. Dann hast du halt so eine Niederlage und wenn der Bull dann abhaut und du musst hinter dem her und die anderen schützen den ganz gut, dann kommst du da natürlich nicht mehr so wirklich ran. Ja, jetzt habe ich zwei weniger beim Poco gemacht. Okay, mal sehen, was wir als nächstes noch hier mit reinkriegen. Nachdem ich jetzt mal eben 16 Pokale verloren habe oder 18, ich weiß es gar nicht genau, im Duo-Showdown, weil ich will nicht sagen, warum. Ich erspare mir das einfach. Und auch hier habe ich es jetzt schon wieder schwer. Guckt euch das gleich wieder an. Aber mal sehen. Vielleicht mache ich das, was mir dann immer viele raten hier. Wir nehmen eine Marke mit und campen hier in einem Busch. Die anderen sollen sich erstmal schön bekämpfen. Neun Brawler haben wir noch. Und danach mit die Sintflut. Allerdings ist da hinten schon wieder sind da hinten schon wieder Chars, die könnten ein wenig stärker sein als ich. Dann mache ich hier jetzt nur mal so ein bisschen die Marke. Beziehungsweise immer noch 9 Brawler. 8 Brawler, okay. Dann sind wir aber immer noch im Minusbereich. Ich will ja in jedem Fall im positiven Bereich bleiben. Ja, Flaschenschmeißer schmeißt er auch, okay. Oh, da ist ein Juwel ganz alleine. Und oh, heute Abend habe ich aber heftig auf das Zeichen. Muss ich mal hier so ein bisschen am Rand bleiben. 6 Brawler noch. Damit sind wir immer noch nicht im positiven Bereich, glaube ich. Denn je höher du mit den Brawlern ja auch im Level bist, desto weniger Pokale bekommst du, beziehungsweise desto weniger Pokale verlierst du auch. Oder desto mehr. Ne, andersrum. Desto weniger Pokale bekommst du. So, einmal kurz durchgeheilt hier. Kriegen wir den? Na komm. Jo, den haben wir. Ich kann mir auch den Juwel holen. Wir sind noch 5 Brawler, okay. Ich habe jetzt schon mal 4. Aber da ist natürlich eine ziemlich starke Shelly. Und wenn die einmal ihr Dings machen kann, ihr Special machen kann, dann war es das für mich, denke ich mal. Die hat auch schon 3. Noch 4 Brawler, okay. Eieiei, das ist mal eine etwas spannendere Runde. Mal sehen, der Adler hier,
Das ist ja, na, es ist ja kein Adler, sondern ich glaube, der hat irgendwie so Pfeil und Bogen, hätte ich fast gesagt. So, jetzt können wir hier aber bei der Jessie ein bisschen Gas machen. Komm. Ah, ich glaube aber, das war ein bisschen zu viel Gas. Mist. Sind wir Nebel rein, aber Dritter sind wir. Immerhin. Und können und haben uns die 5 wieder dazu geholt. Die Marke haben wir jetzt auch. Mann, Mann, Mann. Hat jetzt echt gedauert. Und ihr seht das, ich habe auch gut federn gelassen. 922 waren wir eben. 914 sind wir jetzt, ja. Okay, 2, 3 Wins wieder, dann sind wir wieder da. Also Road to 1000. Ich habe die Folge ausnahmsweise mal so genannt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge Brawl Stars auf einem Samstagmittag. Und würde sagen, bis dahin, euer Toto. Road mal weiter.